Am Montag war Gregor Gysi in der Landeshauptstadt unterwegs. Die Wahlkampagne der Linken hat ihren Bundestagsfraktionschef nach Mecklenburg-Vorpommern verschlagen. Ganz im Sinne des Parteikonzepts hat sich Gregor Gysi mit dem potenziellen Wählerstamm direkt am Markt getroffen. Allzu viele Anhänger der roten Fahnen sind allerdings nicht erschienen. Dafür hätte sich spontan eine weitere touristische Attraktion ergeben, wenn der rein zufällig ebenso rote Bus seine Tour nicht gleich beendet hätte. Nichtsdestotrotz hat es Gregor Gysi in der Landeshauptstadt richtig gut gefallen. Landespolitisch spielt ja die Linke hier auch eine wichtige Rolle, hat schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Und ich kann nur sagen, die Landeshauptstadt, die gefällt mir in jeder Hinsicht. Ich freue mich auch, dass von der Linken die Oberbürgermeisterin gestellt wird. Und ich muss sagen, hier ist doch wirklich viel passiert. Und da kann man ja auch vieles zusammen machen. Ich sage ja gar nicht, dass die anderen Parteien diesbezüglich nichts machen, bloß was sie auf der Bundesebene machen. Wirklich wahr, was wir für den Afghanistan-Krieg völlig sinnlos ausgeben, was wir sinnlos in den Süden Europas an Geld hineinschaufeln, ohne dass da etwas Vernünftiges entsteht, ohne dass den Menschen dort geholfen wird. Nein, wirklich, also da brauchen wir dringend eine Korrektur. Nach der etwas knapp ausgefallenen Autogrammstunde wartete auf den hohen Gast eine gemütliche Pause bei Klassik-Café, einschließlich der Diskussion über die Besonderheiten der mecklenburgischen Küche.